freundlich, weil... Man sollte eigentlich damit beginnen, aber... Okay, hier. Haben Sie... Nein. Wo ist denn das Fenster? Ich habe... Moment mal! Soll man denn hier eine Nummer ziehen? Ich habe überhaupt keine... Ja, junger Mann, setzen Sie sich einfach mal kurz hier hin und warten Sie. Vielleicht ist jemand da für die... Vielleicht ist jemand da für Sie. Der Test beginnt. Tja, da können Sie zum Beispiel sich hier hinsetzen, aber was haben Sie gemacht? Warum? So oder so, das können Sie eigentlich nicht beantworten. Warten Sie. Also, bewundern Sie die Schönheit eines Gedichts? Oder doch eher die präzise Verarbeitung eines Gewehrs? Go. Schauen Sie beim Zugfahren lieber aus dem Fenster? Oder suchen Sie eher das Gespräch mit Ihrem Nachbarn? Fahren Sie eigentlich lieber Kettenkarussell oder Achterbahn? Wie bitte? Ja, habe ich. Das könnte man so sagen, wenn man zum Beispiel irgendetwas davon... Damit habe ich nichts zu tun. Hören Sie auf. Wohin? Nein. Babyelefant! Stellen Sie sich gerade hin. Schauen Sie nur nach vorne. Und jetzt schauen Sie in Ihr Inneres. Sie sehen Schafe. Eine Wiese. Zwei, drei, vier Kinder. Jetzt kommen Sie langsam wieder nach oben. Atmen Sie ein. Immerhin. Atmen Sie aus. Halten Sie den Atem kurz an. Immerhin. Und atmen Sie weiter. Ihr Bauch wird größer. Schauen Sie wieder nach vorne. Schultern locker. Noch lockerer. Und ein bisschen weiter runter. Noch weiter runter. Öffnen Sie die Augen. Auf geht's in die zweite Runde. Ja.
Ich weiß nicht ganz genau, was ich machen soll, aber können Sie mir mal sagen, wo ich hin muss? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Ja. Wissen Sie was? Das ist mir scheißegal, was hier passiert. Ich gehe nach Hause. Egal, was hier passiert. Ich geh nach Hause! Thank you.